Was muss sie jetzt als nächstes machen? Sie muss sich mit Helene treffen. Na gut, dann kann sie jetzt aber erstmal nach Hause und schlafen gehen. Das ist ja auch wichtig. Ne? Ist zwar erst 15 Uhr, aber passt schon. Was ist mit ihr hier? Sie ist doch noch gar nicht fertig mit der Puppe. Ist noch gar nicht... Naja gut, dann kann sie erstmal weiter mit ihm quatschen. Und dann muss sie sich um die Puppe kümmern. Das geht doch nicht. Üben, Mann. Ja, ich hatte halt keinen Bock mehr, ey. Lass mich das machen, was ich will. Das ist meine Entscheidung, ob ich jetzt abbreche, an der Puppe zu üben, ey. Boah, wie meine Füße einfach mal am Boden laufen ist. Krass, Mann. Ach, der ist ja hier unten. Das hätten wir eigentlich gleich danach machen sollen. Dann hätten wir ein bisschen Zeit gespart. Naja, ein bisschen Laufarbeit, ne? Und zack. Also, wie ist denn das mit dem Marquis, hä? Keine Ahnung, die Cardassianer haben ihn geschnappt oder so. Ein verschwundener Marquis? Nee, Moment. Ich lasse ihn wirklich so reden. Ein verschwundener Marquis. Ich kannte mal einen Marquis... Naja, wie man das ausspricht. Oder vielleicht war es ein Marlin. Hast du jemals im offenen Meer gefischt? Im offenen Meer gefuscht? Riesige Biester, diese Marline. Unheimlich schwierig am Land zu ziehen. Wenn man sie aber erstmal hat, lassen sie sich gut ausnehmen und sind ein hervorragender Köder. Damit fängt man einen guten Zackenbarsch oder Thunfisch. Ich esse gern Thunfisch. Ja, am besten klein hacken, mit ein paar Eiern aufschlagen und auf einer Scheibe 2 Tage alten Brots verteilen. Schmeckt lecker. Danke fürs Kochrezept. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Kochen mit, wie ist der Typ nochmal? Keine Ahnung. Ja, Thunfisch. Klein hacken, mit ein paar Eiern aufschlagen und auf 2 Scheiben 2 Tage altem Brot verteilen. Schmeckt garantiert scheiße. Oh Gott, wer folgt dir denn hier alles? Ach, guck mal, er ist ja auch noch da, unser König Schroff. Der Herr Schroff. Ist ja schön. Ja, ich laufe hier einfach auch noch rum. Ich habe jetzt kein Königreich mehr und keine Aufgaben. Ich kann mich ja mal an Gräfin Anne heranmachen. Oder habe ich aber was dagegen? Ja, ist mir egal. Ich bin sexier als du. Passt eigentlich ganz gut, wenn man Anne mit mir gleichsetzt und der hat Ähnlichkeit mit Johnny Imba. Also, naja, mal gucken. Vielleicht entscheidet sich ja Anne doch noch um und verliebt sich in König Schroff. Ne? Alles kann passieren. Alles. Absolut alles. Und was macht Spionin Dori da? Ach so, die geht jetzt schlafen. Richtig. Ach, die schläft schon. Na gut. Lady Sibylle verprügelt jetzt erstmal noch eine Puppe. Und könnte danach dann mal was essen. Das würde ich sagen. Was macht der denn hier schon wieder? Ja, ich ziehe rum. Rote, grüne, braune. Was für ein spannendes Buch. Das heißt der Overlord. Nee, alle. Oh, interessant. Ah, und da gibt's nie. Aha, ist ja schön. Ja, voll aufregend, Junge, ne? Und sie prügelt jetzt erstmal die Puppe da kaputt. Auch nicht mehr lange. Hat sie gleich. Gleich ist sie durch. Nur noch 9 Minuten. Und dann. Sehr schön. Und jetzt muss sie was essen. Wenn sie was gegessen hat, kann sie gleich schlafen gehen. Fühlt sich ja nicht mehr gerade so fit. Was gibt's denn heute Leckeres? Zwiebelsuppe. Einfach Zwiebeln in heißes Wasser werfen. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Koch with Sims Mittelalter. Ihr werft einfach in kochendes Wasser einen Haufen Zwiebeln. Vorher wäre es gut, wenn ihr im gleichen Topf schon tagelang Grütze, Taubensuppe, Heringsuppe und alles andere gekocht habt, ohne den Kochtopf auszutauschen. Dann schmeckt die Zwiebelsuppe auch richtig würzig nach Popel. Weiß ja nicht, ob Popel würzig schmecken, aber es gibt da so einen Witz, der... Ach, ich erzähl... Es gibt Witze, die sollte man lieber nicht erzählen. Okay, dann kann sie noch kurz auf der Toilette waschen. Ich wollte das eigentlich gar nicht sehen. Sich aufbrezeln und dann sich ins Bett legen. Dann fühlt sie sich auch wohl. Und wie geht's der Dori? Der Dori geht's ganz gut, abgesehen davon, dass sie eine Landratte ist. Und gleich fertig ist mit Schlafen. Sie macht noch ein bisschen Tagträuming. Das ist auch schön. Tagträumen gefällt mir. Das ist entspannt. Nee, sorgt gegen Stress. Nickerchen könntest du eigentlich auch noch machen. Weil es jetzt, wenn die jetzt um 0 Uhr aufwacht, ist schon doof. Danach kann sie nochmal ein bisschen tagträumen. Sollte schon die Nacht über schlafen. Sibylle kann das bitte auch noch danach mal nochmal machen, ne? Nochmal ein bisschen tagträumen. Und zwar, ich will, dass die tagsüber alle ihre Arbeiten erledigen. Ist ja sonst blöd. Oh, was ist denn jetzt hier gerade wieder aufgeploppt? Och Mann, Entschuldigung, ich muss mal gerade hier rauskippen. Weil hier meint, irgendein Update-Fenster mir voll ins Gesicht schlagen zu müssen. Nein. Nein. Nein.
Was ist das denn hier? Naja, okay, dann nee, ich update das mal lieber nicht. So. Sorry, da sind wir wieder. Man kann auch mal live, man muss nicht die Aufnahmen unterbrechen, man kann auch mal live einfach so irgend so ein Firewall-Update abdrücken oder was das war. Ich habe es mir nicht durchgelesen, ist bestimmt unwichtig gewesen. Was macht sie? Sie macht auch noch ein bisschen Tagträuming. Sie könnte dann nochmal ein Nickerchen machen und sie macht dann auch nochmal ein kurzes Nickerchen. Ein Snickerchen. Mal so einen Moment warten und bis hierhin. Und sie pennt auch gerade noch wieder ein Rundchen. Und dann passt das von der Uhrzeit. Dann macht sie sich hier was zu essen. Nickerchen. Ach, das ist ja super. 5 Uhr morgens, das passt. So, und du machst dir jetzt da was zu essen? Und du bist ja auch gerade dabei, dir was zu essen zu machen. Aber Moment, du machst dir jetzt nicht wieder einfach nur Grütze, ne? Du holst ja schon was Leckeres raus. Ich glaube, sie ist selbstständig dabei, was Leckeres zu kochen. Ich könnte das übrigens mal da reinpacken. So, was hat sie denn hier? Hunger, natürlich hat sie Hunger. Ja, 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 ist ja gut. Und danach kannst du dann auch ruhig mal aufs Meer fahren. Wobei, was muss sie denn machen? Sie muss sich mit Helene treffen. Dann kannst du mal mit zu Helene gehen. Zu deiner Geheimagentenfreundin. Vom Obsidianischen Orden. Ich weiß, wir haben zu viel Deep Space Nine Insider hier drin. Aber für die Leute, die Deep Space Nine kennen, das ist doch lustig. Wow, einfach mal so eine Zeit eingefroren. Was gibt's denn hier? Lecker Taubensuppe. Ja, vorher war darin noch Zwiebelsuppe. Jetzt werfen wir einfach einen toten Taubenkadaver da rein. Wieso machst du das denn nicht? Essen zubereiten. So, mach hinne. Los. Taubensuppe. Los geht's. Auf. Dup-di-dup-di-du. Und Spionen hat sie da... Oh, sie hat wieder so ein ekliges Zeug gegessen. Naja. Hauptsache, sie ist so einigermaßen fit und glücklich. Und wir treffen uns mit Helene. Oh, die Helene sieht aber nett aus. Schicke Klamotten, tolle Rüstung. Hör zu, Dori. Ein Artefakt mit großer Macht hat den Weg bis an die Küste von La Maliot gefunden. Der Rat konnte nichts über das Artefakt in Erfahrung bringen. Alle Spionageversuche waren vergeblich. Sie möchten, dass du deine einzigartigen Fähigkeiten einsetzt, um es zu finden. Ich bin Spionin? Echt? Hatte ich schon wieder vergessen. Wie soll Spionin Dori vorgehen? Ich bin in erster Linie der Krone ergeben. Ich sollte Gräfin Anne die Große informieren und ihre Führung erbitten. Waffenmeister Logan weiß über alles Bescheid, was sich in der Maliot abspielt. Ich kann ihn um Informationen bitten. Ja, machen wir das doch mit Logan. Aber lass dich nicht von ihm kratzen. Er fährt manchmal seine Krallen aus, ne? Dann gehen wir mal zu Logan. Ich weiß zwar nicht, was Wolverine hier in dem Spiel zu suchen hat, aber egal. Und die Dori, die liest jetzt erstmal ein Buch. Nee, das sollst du nicht. Du sollst mit dem Captain des Schiffes, hier war das da, den Neffen befragen. So ist brav. Was hat sie denn hier? Nickerchen gemacht. Fühlt sich gut. Das ist schön. Das freut mich. Ja, dich freut das vielleicht, aber mich nicht. Jetzt muss ich wieder zum Hafen laufen. Ey. Weißt du, das hätte ich auch neulich, als ich eh schon zum Hafen gehen musste, erledigen können. Aber du hast nicht dran gedacht, dumme Nuss, ey. Hast du mich gerade beleidigt? Ich beleidige, wen ich will. Scheiß auf den Wächter, ey. Ist sie eigentlich gläubig? Ja, sie ist petrisch. Okay, und sie ist ja kubanisch. Okay. Naja, egal. So, jetzt kann sie sich halt erstmal mit Logan unterhalten. Beziehungsweise um Informationen bedrohen. Ist auch sehr schön. Mal, die laufen hier direkt hintereinander. Wo ist er denn eigentlich? Ist der auch am Hafen? Nee, hier ist er. Du gibst mir jetzt alles, was du weißt. Ich meinte, du erzählst mir jetzt alles, was du weißt, ne? Kommt so hin. Hey, du brauchst deine Klinge nicht blank zu ziehen. Ich sag dir, was ich weiß. Eine fremdländische Marquis ist verschwunden. Vielleicht ist sie zum Strand runtergegangen und hat sich in den Klippen verlaufen. Bald werden die Krabben sich darum kümmern, schätze ich. Lady Sibylle hat mit ein paar Leuten gesprochen, auch über die Marquis. Du und sie stellen Nachforschungen an, was? Ja, und was muss sie jetzt machen? Dann muss sie jetzt erstmal Helene Bericht erstatten. Okay, dann kann sie jetzt mal darüber reden. Und sie kann mit dem Neffen des Dingsbums reden. Hat sie auch durch... Oh Gott. Oh, der arme Mann. Timotheus, sprach Lady Sibylle, als sie die Tür öffnete. Ein Junge sprang vom Boden auf und kletterte auf das Bett. Er rollte sich zusammen und vergrub den Kopf auf der Brust, während seine Beine unkontrolliert zitterten. Sibylle setzte sich auf den Bettrand und gab sich große Mühe, nicht bedrohlich zu wirken. Ich bin Lady Sibylle und ich habe da so ein paar Fragen. Doch Timotheus antwortete in keinster Weise auf die Fragen. Lady Sibylle fragte unbeirrt weiter, bis das Schweigen des Kindes gebrochen war. Timotheus beschrieb ein dämonisches Wesen. Es hat sie gefressen, Madame.
die Bettler am Hafen. Als das Schiff meines Onkels einlief, bin ich an Bord gesprungen. Ich gehe nie wieder nach Hause. Du kannst mich nicht nach Kulawo schicken. Ich gehe dort nicht hin. Der Junge zog sich die Decke über den Kopf und zitterte darunter. Alle weiteren Fragen wurden mit Schweigen beantwortet. Ja, arme Junge. Oh. Ja, das müssen wir jetzt erstmal Gräfin Anne ganz schnell sagen. Erlaubnis bitten, nach Kulawo zu reisen. Kulawo klingt gar nicht bedrohlich, scheint es aber doch zu sein. Oh, und Tagesaufgaben gibt's hier auch. 2 Sims trainieren mit marodiertem Piraten prügeln. Okay, ich prügel mich gern mit Piraten. Das gefällt mir! Ein marodierten Piraten ist irgendwie in Lamaliot gestrandet. Nee, ein marodierter Pirat ist irgendwie in Lamaliot gestrandet. Und das macht die ganze Zeit nicht als Stunk, der blöde Sack. Warte, Moment, ja. Er muss überwältigt und verhaftet werden. Und dann kommt er an den Pranger. Das gefällt mir. So, und sie kann jetzt hier mit ihr reden, gut. Ich hab vergessen, was ich da am Stand nochmal wollte. Der Typ hat irgendwas gelabert. Eine vermisste Marquis und Lady Sibylle stellt Nachforschungen an. Warte, bis Lady Sibylle dich um Hilfe bittet. Unsere Nachforschungen können sich überschneiden und vielleicht können wir einander helfen. Okay, dann können wir mal hier Steuern gleich bezahlen. Ganz schön viel Steuern, weil wir viel Geld haben natürlich. Wir raten zum Waffengang-Geheimnis verhören. Gerne. Verhören, wo kann man dann? Haben wir nicht einen Verhörstuhl? Wir haben noch einen Verhörstuhl. Wir brauchen handfeste Informationen zum Gegner. Ich habe einen Piraten unter einem Vorwand zu mir nach Hause eingeladen und muss die Piraten auf einem Hörstuhl bekommen und dann verhören, koste es, was es wolle. Also die kommt jetzt zu ihr nach Hause und wir haben einen Verhörstuhl. Ist der da oben? Haben wir einen Verhörstuhl? Wir haben einen Verhörstuhl, nicht wahr? Aber der ist doch im königlichen Haushaltsdingsbums. Oh, das verstehe ich gar nicht. La 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 la. Verhörstuhl, 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 Verhörstuhl. Kann man den auch kaufen? Über Bord, Vernehmungsstuhl. Ja, dann kommt er halt dahin. So teuer war der ja nicht. Packen wir ihn dahin. Kann man auch schön ranzoomen. Sehr hübscher Verhörstuhl. Gab es auch billigere Varianten? Ich glaube, das war der billigste. Was ist das denn? Piratenzweig. Oh, da kann man dein Piepmatchen setzen. Ist ja süß. Und sie kann... Sie muss den... Aha. Okay, die muss dann erstmal zu ihr nach Hause gehen, damit sie das machen kann. Aber erstmal zahlt sie jetzt Steuern. Ich glaube, die geht auch zu ihr nach Hause. Dann muss sie jetzt aber darüber. Und sie muss mit Lady Sibylle reden. Gräfin Anne muss mit Lady Sibylle reden. So war's. Dori hat Geld ausgegeben. Super, Steuern zahlen. Das Königreich braucht mehr Geld. Ja, ist gut so. Also, da muss ich hin. Also nach dieses Kulawo, oder wie das dann nochmal hieß. Das ist eine ganz wichtige Insel, verstehst du? Das ist ganz wichtig. Das Edikt wird dank eines Freundes im Rat noch zurückgehalten. Aber uns läuft langsam die Zeit davon. Tritt deine Reise an, Lady Sibylle, und kehre mit Antworten zurück. Okay, aber sie muss sich jetzt erstmal darum kümmern, 2 Sims zu trainieren und mit einem maroden Piraten prügeln. Machen wir das doch erstmal. Ich prügel mich gerne mit marodiertem Piraten oder Marotpiraten oder wie auch immer. Was, du sollst nicht mit ihr über Abenteuer reden. Du sollst hier zu der da drüben hingehen. Und sie auf dem Verhörstuhl anbinden. Ich glaube, das ist jetzt das Ziel, ne? Ja, genau, wir sollen es auf den Verhörstuhl bringen. Und dann müssen wir die Informationen irgendwie aus ihr herausprügeln. Ich meinte ganz liebevoll. Vor allem, wie freiwillig die sich auch auf Verhörstuhle setzen, ne? Ach, guck mal, ein Stuhl. Ach, wie geil. Ach, guck doch mal. Überall Nägel und Sägen und Äxte, die mich töten wollen. Kein Problem. Ich setze mich da nicht drauf. An, wie du dich da drauf setzt.